Leute, ich freue mich, dass ich euch wieder bei mir habe. Und was sagt ihr zu diesem Arasaka-Flugzeugträger, der in Night City angedockt ist? Heißt Kuchira oder der Wal? Angeblich meinte der Konzern, dass die japanischen Gewässer nicht sicher sind. Sie hatten wohl Angst, dass Fischer ihn vielleicht für bestimmte Forschungszwecke harponieren würden. Das ist eine fette Machtdemonstration. Wie wohl Militech darauf reagiert? Ach, die Myers fliegt bestimmt mit einer Schrottreifen B-17 über Arasakas Hauptquartier. Oh, Mann, das tut mir echt leid. Das war taktlos. Entschuldigung, wo sind nur meine Manieren? Ich finde das ja gerade ziemlich cool, dass du hier so Zeug im Ladescreen hast. Das Amt doch respektieren. Aber ist das wichtig? Wie dem auch sei. Okay, es hört irgendwann auf. Okay, also man kann sich das rein theoretisch angucken, wenn man möchte. Oder hören. So. Wir sind hier. Ich hoffe, ich kriege das steuerungstechnisch noch so hin. Wir waren beim Ripper Dog. Haben unsere Augen und unsere Hände verbessert. Und gehen jetzt auf für die nächste Mission. Und ich hoffe, falls wir heute dorthin kommen, keine Ahnung, dass wir bei der einen Mission dran denken, was Nico geschrieben hat, dass wir da die richtige Option wählen, dass wir nicht uns irgendwie das Spiel kaputt machen. Ja. Du liest auch eh keine Texte, das ist richtig. Aber ich könnte, wenn ich wollte. Hallo. Ach, übrigens, ich habe ganz vergessen. Ich wollte nachgucken, wie das hier mit diesem Behälter war, was wir uns irgendwie nicht mehr komplett durchlesen konnten letztens. Ah ja, gut. Habe ich vergessen. Dein Herzchakra scheint mir etwas daneben, Babe. Ich kann es wieder richten. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Dog warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Der Text war gerade irgendwie doppelt. Da stand da, er wartet auf dich. Hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt, aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sage ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor MaxTech vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lasse ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Gegner ausschalten. Ach, warum kommt denn jetzt hier rechts wieder Werbung? Es läuft einfach nicht, wirklich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quickhacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampfgadgets, Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Da fehlt übrigens Leerzeichen vor Waffenmods, falls das niemandem aufgefallen ist. Liebe Entwickler, da fehlt ein Leerzeichen. Wenn eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quickhack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Ja? Seit wann hast du solche Freunde? Ich habe gerade ein bisschen überlegt, wie die ganzen welche Tasten für was waren. Tab-Taste war für Hacken, habe ich rausgefunden. Ich wollte hier mal... Ja, das hat es mir, glaube ich, gerade angezeigt. Ah, nee, das ist ein Ripper-Dog. Cyber-Psycho-Attacke. Ah, das ist Regina Joe. 23 Aufträge hat die für uns. Ist ja gar nicht mal so wenig. Aufträge. Der zwielichtige Alltag in Night City kann ziemlich lukrativ sein. Eddie ist gefällig. Erfahre hier mehr über den Auftrag und erledige ihn. Erhalte zur Belohnung Geld, Street Cred und Zugang zu neuen Aufträgen.
Ja, vor allem glaube ich mal, dass sie nicht mal die Einzige sein wird, oder? Wir lernen doch bestimmt noch Leute kennen, die uns auch noch mehr Aufgaben geben. Journal. Warte. Ja, das ist immer die Main Quest hier oben, oder? Ja, das stimmt. Die hatte zwei Missionen gemacht und dann 100 Stunden Nebenmission. Ich würde erstmal noch auch quasi. Eigentlich würde ich gerne noch so ein bisschen Mainquests machen. Und dann später aber auch so ein bisschen in die Nebensachen reinschauen, die man hier so machen kann. Deswegen ist immer noch nicht verfügbar. Gehen wir erstmal zur Mainquest. Hey, warum hat die jetzt hier jemanden gerempelt? Gerempelt. Da flog eine Bombe. Mit erhobenen Händen rauskommen! Yo, Miss V. Ein Vergnügen. Dexter ist schon leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Was ist dir lieber? Ein Leben als Miss Nobody, die uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als süß duftende Draufgängerin, die nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Entweder du bist Miss Somebody oder du versinkst im Nichts. Night City lässt keinem eine Wahl. Oh doch, das tut sie. Weißt, in meinem Job bin ich immer Mr. Chill. Aber wer meint, das ausnutzen zu wollen, lernt die Bestie in mir kennen. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt hab ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tibor könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch. Aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackstar hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier. Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Mhm. Keine Schwäche zeigen, oder? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Können wir mal lüften? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? 2 Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig, will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Je
Jedenfalls wird die Kleine jemanden treffen, der dabei ist, der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor 2 Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis 3 Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen. Und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Wer ist die Primadonna? Konzernagentin, Dienstaufsicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hinge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Ihr Stock im Arsch wird nicht kürzer, also wird sie langsam verzweifeln. Entscheide du, was du mit der Info anstellst. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's, aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Miss Wee. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns. Also, ich wäre ja für ruhiges Leben. Und ich verstehe schon wieder nicht, warum ich hier wieder alles alleine machen soll. Immer ich. Street Cred. Bestimmte Handlungen bringen dir Street Cred ein. Verdiene mehr Street Cred und mach dir einen Namen in der Umwelt, der Unterwelt von Night City. So werden sich dir völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er will uns in die Scheiße reiten oder er will sehen, was wir drauf haben? Mir Angst weh. Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeit, bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Und der Typ ist besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Das ist voll blöd, wenn man gerade läuft und dann kommen die Dialogauswahlen. Da scrollt's dann immer durch. Und da ist noch was. Ich soll mit der Auftraggeberin von dem Job reden.
Evelyn Parker. Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tusen anbaggern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Bralle, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. Oh, Schnellreise. Begib dich zu einem Schnellreiseziel, indem du mit dem Cursor drauf gehst und Dips druckst. Okay. Die Frage ist, wir müssen dort noch gar nicht gewesen sein. Aber wir haben jetzt gerade nur den Bezirk hier. Okay, das sind Schnellreisedinger. Das müssen wir uns merken. Die Frage ist, ob das auch ohne so einem... Ja, okay, ich muss, glaube ich, gar nicht an so einem Terminal stehen. Das geht auch so mit der Schnellreise. Ups. Achso, will ich hier gucken. Was hier? Spinnig oder hat der Burger einen Schwanz? Kindermenü. Kinder lieben Überraschungen. Hier kann ich was kaufen, aber da steht nicht dabei, was es kostet. Boah, wie viel SMS bekomme ich denn? Kumquat für die Seele. Hm. Junge Dame? Ja, ich lächle sie auch gerade an, aber sie haben da was am Kopf. Das Leben ist voller Enttäuschungen. Ja, das, da erzählen sie mir was. Hm. Nun, da ist eine Waffe. Ich habe ja tatsächlich überlegt, ob ich auf Twitch aktuell 2 Subs verschenke und dafür eine Waffe bekomme. Ja. Und jetzt verpiss dich. Du verscheuchst meine Wunder. Hier kann man einfach für 100 Dollar eine Waffe kaufen. Du wirst schon sehen, was für eine Bewertung du von mir bekommst. Nur Sterne. Ja, was soll das? Kaufen wir. In Rot. Querschlägerwaffen. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern, wenn du den Vorteil Weise Voraussicht und die Cyberware ballistischer Co-Prozessor installiert hast. Ist halt wichtig. Ich bin tatsächlich froh, dass ich im echten Leben nicht so viele Nachrichten bekomme. Ich glaube, ich würde mich... Ah, ist, glaube ich, die gleiche. Wie kann ich die noch mal... Ja. Gut, die ist jetzt eigentlich ist die nicht so gut, ne? Achso, ich wollte sagen, eigentlich hatte ich den Satz beendet. Ich habe überlegt, ob ich mir bei Twitch oder ob ich bei Twitch aktuell 2 Subs vergifte. Dafür kriegst du nämlich eine Waffe bei Cyberpunk aktuell. Aber da dachte ich mir, nee, das würde ja bedeuten, ich bezahle 8 Euro für eine Waffe in Cyberpunk. Das ist mir dann doch nicht wert. Oh, hier ist doch eine Schießhalle. Kann ich das hier irgendwie, kann ich hier mitmachen?
Nee. Kann ich nicht. Ja, ich mach dich jetzt zur Mitwisserin. Das BOD wird hinterher auch gelöscht. Ach, hier, bei dem muss ich... Ach nee. Sorgen Scarpsien dagegen für viel Ärger? Manchmal ja, manchmal nein. Aber mich, naja, mich lassen sie in Ruhe. Ich brauche neue Waffen. Und zwar anständige. Hast du eine für null... Ja doch, tob dich aus. Für null Geld? Nee. Die können wir uns anscheinend nicht leiten. Nee, 6000 Geld haben wir noch nicht. Entschuldigung. Nee. Wo muss ich... Bin ich hier rein? Ja. Ich würde euch noch mal ganz kurz alleine lassen. Bin aber so in ein paar Minuten gleich... Ich bin gleich wieder da, okay? Ich muss nur mal schnell wohin und so. Ich gebe euch aber eine schöne Aussicht. So. Ich speichere aber noch mal. Nicht, dass jetzt hier was passiert. Und ich bin gleich wieder da. Uno momento. So, bin wieder da. Sie fängt an zu lachen, wenn du nicht da bist. Spooky. Okay. Sie führt ein Eigenleben. Okay, wir gehen jetzt zu unserer Mission. Die Frage ist, wir rufen mal unser Auto. Hier ist mal... Wir können ja mit V...
Ja, nur das. Auto rufen. Augen offen halten. Achso, wir müssen ja... Wie spät ist es? 17.26 Uhr. Ja gut, das passt ja. Zwischen 18 und 6 Uhr müssen wir in die Bar. Guck, der ist gerade grün geworden. Also, dafür kann ich jetzt nichts, dass die hinter mir einen Unfall gebaut haben. Das möchte ich kurz erwähnen. Das erinnert mich, wenn die hier so Unfälle bauen, an Watch Dogs. Wo das Chaos ausgebrochen ist. Einfach alle Unfälle gebaut haben und so. Oh, es ist noch nicht 18 Uhr. Hallo. Okay. Das. Oh, die Zeit vergeht aber relativ. Hey, was machst du hier draußen? Du musst nach Hause gehen. Die Zeit vergeht relativ langsam, tatsächlich. Was machen wir denn da jetzt noch kurz, Chat? Hier ist wieder ein Schnellreisepunkt. Dreimal im Kreis. Ich glaube, das war dreimal. Ist immer noch nicht 18 Uhr. Überfall. Ich bin noch nicht stark genug für Überfälle, oder? Ich bin gerade mal Level 4. Kann ja noch gar nichts. Nebenmission. Boah, ich glaube, hier gibt es wirklich sehr viel zu tun. Das ist nur der eine Bereich bis jetzt. Ich mache hier immer einen Wegpunkt. Ja, obwohl, ich glaube, wir könnten. Man kann doch auch warten. Warte mal, ich gehe mal dorthin, wo ich hin muss. Stopp, ich muss rüber. Es gibt doch hier die Option. Warten. Ich habe eine Stunde gewartet und jetzt geht's. Also wir könnten mal Nachrichten lesen. Zuerst kommt der große Realitätscheck, der die Zukunft der Welt einläutet. Oh! Nee. Ich dachte gerade, das ist der komische Priester oder was das war, den wir letztens angequatscht haben. Achso, das ist, wo wir gegen diese Gruppe gekämpft haben, gegen den Roboter. Oh, falsche Taste. Es ist komisch, dass man das hier nicht mit der Maus steuern kann. Wo bleibst du? Weg den Arsch, Herr Chica. Dex war... Ja, das haben wir ja. Miss V, wie wäre es mit einem kleinen Vorgeschmack? Bei dem Biochip handelt es sich um den sogenannten Relic.
Relic, eine hochmoderne erstklassige Tech für den Reichsten der Reichen. Angeblich die beste Lebensversicherung, die man sich kaufen kann, wenn man Eddies wie Heu hat. Du und ich, wir werden bald in Eddies schwimmen. Ich kann antworten? Hey, wie? Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Du kannst deine Zukunft in der Oberliga wohl kaum in einem abgeranzten alten T-Shirt anfangen. Wenn man ganz an die Spitze will, muss man sich auf ziemlich kalten Wind einstellen. Du weißt doch, alte Leute wie ich machen sich immer Sorgen, dass ihr Jungspunde euch erkältet. Ich habe dir ein paar Sachen in das Lager in deinem Apartment geschickt. Probier sie mal an, bestimmt passen sie dir prima. Oh Mann, Vic, ich schulde dir doch eh schon massig, Eddies. Ich kann nicht noch ein Geschenk von dir annehmen. Das heißt hier noch eins. Ich hoffe, du hältst die Kiroshis nicht für ein Geschenk. Und überhaupt, was soll ich mit den Jacken denn sonst machen? Misty's Style ist es nicht und meine Punk-Jahre sind schon lange vorbei. Er hat schnell geantwortet, oder? Der hat auf meine Antwort gewartet. Dexter Deshawn, Flathead Preis. Ey, mit diesem Englisch-Deutsch schwierig. Miss V, ich wollte dich nur daran erinnern, dass meine geschätzten Maelstrom-Geschäftspartner und ich das Finanzielle bereits abgewickelt haben. Eine runde Summe von 10.000 Eddies hat den Besitzer gewechselt. Wenn du dich also mit ihnen triffst, lass dich nicht von ihnen ausnehmen, wie Maelstrom das so gerne macht. Danke für die Info. Viel Glück, du wirst es brauchen.